Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Fishing Planet Unit Guide. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir den einzigartigen Karlhecht in Louisiana ans Band bekommen. Ich habe hierfür zwei Methoden getestet, die ich euch jetzt ganz gerne vorstellen möchte. Kommen wir als erstes zur Posenangelei. Da benutze ich jetzt die Phoenix 390, die Fatboy Spin, Mono 04, den birnenförmigen Schwimmer, den 6-0er Haken und ein Shiner als Köder. Die Tiefe beträgt 70 cm. Als zweite Variante habe ich mich für den Crankbait entschieden. Den Crankbait, der auf 1 Meter läuft und die Hakengröße 3,0 hat. Auch hier habe ich wieder die Mono 04, eine Fatboy Spin und Tora 240 benutzt. Der Spot ist die Hütte des Pelikans. Ich zeige euch jetzt, wie ihr da am besten hinkommt. Und zwar, wenn ihr direkt startet, macht ihr eine leichte Rechtsdrehung und geht diesen Steg entlang. Ich habe hier ein bisschen vorgespult, weil der Weg ist doch relativ lang. Zielt nun in den gezeigten Bereich. Ihr solltet circa 40 Meter weit werfen. Da könnt ihr die Pose absetzen. Falls sie etwas schräg steht, einfach nochmal mit L2 die Rute hochheben und dann richtet sich die Pose eigentlich auch gerade. Als nächstes kommen wir zum Crankbait. Wir ziehen in etwa auf die gleiche Stelle und kurbeln dann mit der Stufe 1 ein. Bis hier vorne können Bisse kommen. Gerade in dem Bereich, wo es etwas breiter ist, kommen die Nachläufer und schlagen zu. Mit einer wunderschönen Bugwelle. Es macht Spaß mit Crankbait den Fisch so nachzustellen. So, das sollte jetzt genug der Theorie sein. Wie immer zeige ich jetzt euch beide Methoden noch in der Praxis, wo die einzigartigen Fische auch beißen. Ich möchte kurz noch was zur Witterung loswerden. Also ich habe wieder alle drei Witterungsbedingungen durchgefischt und die Bisse kamen lediglich beim Mischwetter. Und zwar von 5 bis 6 Uhr und nochmal am Abend um 20 Uhr. Die anderen Zeiten, also die anderen Bedingungen, Sonne und während der Wolken war also kaum ein Biss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einzigartige Fische fangen kann. Daher kann ich euch nur empfehlen, angelt beim Mischwetter. Ihr habt jetzt auch hier gesehen, der ist schön auf den Crankbait eingestiegen mit dieser schönen Bugwelle. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, mit dem Crankbait hier durch zu angeln. Mit dieser Angelei können wir auch noch einen zweiten Fisch nachstellen. Und zwar fangen wir an diesem Spot sehr häufig den Forellenbarsch in Größe Trophy. Das ist auch ganz nett, weil der Fisch gibt einiges an Geld ab. Wie ihr seht, macht der Karlhecht auch ordentlich Dampf. Nimmt mir immer mal wieder ein bisschen Schnur von der Rolle. Deswegen empfehle ich mit einer Tragkraft von 7 Kilo. Solltet ihr eine Menge Spaß haben, aber auch den Fisch nicht verlieren. Und da kommt der Unik-Karlhecht in voller Pracht. Kommen wir nun zum Posenangeln. In diesem Video habe ich die Pose auf 39 Meter platziert. Hier muss man Geduld mitbringen und ja, wie es halt beim Posenangeln ist, man muss den Anschlag zur richtigen Zeit bringen. Ist natürlich beim Crankbait alles viel, viel einfacher. Deswegen bevorzuge ich auch, um den einzigartigen Hecht, Karlhecht zu fangen, definitiv den Crankbait. Es ist jedoch auch möglich, mit dem Shiner diesen Fisch zu fangen. Das ist euch überlassen, wie ihr da herangeht. Ich bevorzuge jedoch den Crankbait. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen auf der Suche nach den
einzigartigen Karlhecht und würde mich freuen, wenn ihr mir eure Erfolge mitteilt. Ich habe hierfür auch eine PSN-Community angelegt. Diese lautet Mighty Pandas Angelstube. Kommt vorbei und sendet mir eure Berichte. Ich möchte mich nun von euch verabschieden. Solltet ihr Fragen haben, stellt sie einfach, schreibt es in den Comments. Ich werde es mir durchlesen und euch Antworten geben können, hoffe ich. Schickt mir ein Like oder ein Abo, wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt. Macht's gut und tight lines.